Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce-Zock-Kanal zur weiteren Folge FIFA 23. Und ja Leute, in der letzten Folge habe ich ja schon mal einige Moves gemacht für das nächste Transferfenster, also für den Sommer. Ich bin mal gespannt, was ihr zu den Transfers so geschrieben habt. Einmal Diallo für die Verteidigung im besten Fußballalter. Senegalese hat sich bisher nie irgendwo richtig durchsetzen können. Beim BVB nicht so richtig, bei PSG nicht so richtig und will jetzt den Step in die Serie A machen, um sich endlich mal zu etablieren mit seinen 28 Jahren. Kommt ja auch zu einem Verein, dazu kommen wir gleich, der Ambitionen hat. Blanco halt auch 24 Jahre, ne, spielt keine große Rolle bei Real Madrid, will natürlich jetzt auch mal irgendwo sich festsetzen. Deswegen haben wir ihn auch geholt und wie Füllkrug ist einfach ein älterer Stürmer, der dann nochmal eine neue Erfahrung macht, ne. Das wird auf jeden Fall auch ganz interessant, mit Füllkrug dann eben hier auch mit zu zocken, unter anderem eben als erfahrener Mann neben Archer. Aber ihr merkt schon, wohin es auch gehen soll mit solchen Transfers, ne? Die waren jetzt alle nicht, die waren alles jetzt freie Spieler, ohne Ablöse zwar, aber natürlich haben wir 20% des Marktwerts bezahlt, dadurch auch ordentlich reingehauen. Aber ich will mit Lecce auf the next step gehen, Leute, weil wir scheinen uns super zu etablieren in der Liga. Ich meine, wir sind nach, ja gut, ein Spiel noch, aber so gut wie, die Hinrunde ist so gut wie rum, ne? Wir haben dort 18 Spiele, 29 Punkte. Wir sind 5 Punkte weit weg vom europäischen Plätzen. Und in den Duellen gegen gleich gute Teams gewinnen wir eigentlich meistens auch. Da sind wir sehr, sehr stark. Wo wir vor allen Dingen verlieren, wir können da ja auch gerne mal in den Kalender reingucken gehen, somit ihr wisst, dass ich auch da keinen Schwachsinn habe. Aber wenn es gerade gegen die stärkeren Gegner geht, gegen Juve verlieren wir, ne? Wir haben gegen Milan, Inter verloren, Lazio unentschieden, gegen Roma haben wir richtig eins auf den Deckel bekommen, gegen Napoli. Also wir verlieren eigentlich nur, wenn die Gegner klar besser sind. Das zeigt ja, wie gut das Team schon ist und ich will in der nächsten Season den Next Step gehen, dass Lecce ein Europapokal-Teilnehmer ist. In der Serie B übernommen, aufgestiegen, erst am letzten Spieltag direkt aufgestiegen. Erste Serie A-Saison mit Lecce dann, gerne im Mittelfeld der Liga, schon so ein bisschen dran kratzend an Europa, aber dann in der nächsten Season ab nach Europa. Ne? Das ist auf jeden Fall das Ziel. Wir sind ja auch noch in der Copa. Gegen wem zocken wir da eigentlich? Copa sind wir ausgeschieden. Ne? Darüber können wir gar nicht. Ja, stimmt. Sind wir ausgeschieden, darüber können wir nicht mehr nach Europa. Aber ich will mit Lecce nach Europa es schaffen. Es ist ein geiles Projekt. Es macht auch super Bock. Ich wollte ja auch schon im letzten Jahr hätte es die Serie B gegeben mit Lecce zocken. Und ja, dementsprechend ist eben langfristig das Ziel ein europäischer Platz und einmal europäischer Fußball mit Lecce. Ob es klappt, werden wir natürlich rausfinden. Wir gehen jetzt erstmal ins erste Game für heute gegen Atalanta, das letzte Spiel der Hinrunde. Bisher hatten wir eben Probleme mit den stärkeren Teams. Vielleicht bildet jetzt das Duell gegen Atalanta die Ausnahme und wir können hier vielleicht einen Sieg mitnehmen. Hier haben wir die Aufstellung von Atalanta Bergamo, Sportiello im Tor, Toloi, Konate und Jim Sisti hier in der Dreierkette, sehr, sehr starke Verteidigung auf jeden Fall. Maele, Cortinovis, Bernardo und Lookman im Mittelfeld, zusammen mit Pessina, der hier im ZOM agiert. Und dann Inaki Williams und Jonathan Burkhardt ganz vorne, ein 3-4-1-2-System hier bei Atalanta Bergamo. Wenn man hier bei Lecce schaut, sehen wir Bernd Leno im Tor, Venuti, Smalling, Fontana Rosa und Cambiasso in der Viererkette. Samek Perone im ZDM, Bistrovic im ZM, Laurent Di Francesco auf außen und ganz vorne Archer. Atalanta jetzt hier, vielleicht die Möglichkeit in den Strafraum zu kommen, Venuti konnte ihn da nicht wirklich stören. Jetzt hier weitere Möglichkeiten, Atalanta, passen den in den Strafraum, der Ball muss in die Mitte kommen, da war Chris Smalling Ecke. Aber Atalanta mit ordentlich Druck hier, ne, in den ersten Minuten, Eckball, Ecke wird nicht gut geklärt, dann der Ball, ja, Atalanta weiter im Ballbesitz, nein, jetzt nicht, Laurent. Boah, Laurent wird von hinten umgegrätscht. Gibt aber Vorteil, da ist aber kein Vorteil. Hättest du eigentlich dann abbrechen müssen, den Ball hat Bernd Leno. Okay, Lecce kommt aus dieser Druckphase von Atalanta ohne Gegentore davon. Bistrovic. Bistrovic, sehr schön jetzt hier. Archer spielt den einmal rüber. Da ist Di Francesco, braucht da zu lange für die Ballverarbeitung. Das kann er doch sonst eigentlich immer so gut. Das ist eigentlich einer seiner Stärken, immer die schnelle Ballverarbeitung. Aber hier holt er sich den Ball immerhin zurück. Da ist jetzt Archer, der gibt den ab. Laurent macht ihn nicht rein. Viel zu zentral. Lecce mit zwei großen Möglichkeiten, die sie hier fahrlässig liegen lassen. Bisher hat nur Atalanta Druck gemacht. Dann kommst du zu solchen Chancen und lässt sie leider liegen. Oh, der Schuss. No, was ein Treffer. Wunderbarer Ball. Wunderbarer Ball. Da kann niemand was machen. Es ist aber sehr bitter. Ne? Weil wir bisher, auch wenn Atalanta viel Druck gemacht hat, bisher haben wir die Null gehalten. Das war halt das Schöne. Sie machen Druck, Druck, Druck. Aber wir halten Stand. Wir machen gute defensive Aktionen.
Aber dann kommt hier jetzt, ich glaube, es war Jonathan Burkhardt mit einem Schuss, den du halt nicht halten kannst. Hat da Platz. Keine Chance wie Bent Leno. Besser kannst du den auch nicht schießen, muss man sagen. Ne? Jonathan Burkhardt, wunderbarer Treffer. Also der rotiert noch gerade so nach innen ein bisschen, ne? Dass der da perfekt reingeht. Also wunderbares Tor hier vom Deutschen, von Jonathan Burkhardt. 1-0 Atalanta durch einen absoluten Traumtreffer. Und momentan, ja, ist die Streak weiterhin so, dass wir gegen größere Teams einfach keine Dreier holen, ne? Hohe gespielte Ecke. Jetzt ist hier Werde. Werde kriegt dann den Ball weg. Ja, macht das gut, obwohl er da gepresst worden ist. Bistrovic. Gut nochmal auf Archer gespielt. Archer spielt da nochmal auf Werde. Der spielt dem weiter. Bistrovic richtig gut gespielt. Da ist Di Francesco, da ist Cambiasso. Aber der letzte Pass. Der letzte Pass. Bistrovic. Franco gut auf Storaro gespielt. Der jetzt hier auf Chori. Und Chori mit der Möglichkeit, die er einfach rüberhaut. Was ist denn los? Der Abschluss bei Lecce ist einfach schwach heute. Na, Chori. Weitergeleitet Franco, aber Cambiasso läuft damit und der ist gut angespielt. Jetzt hier die Flanke, da könnte Chori noch ran, aber das ist zu zentral. Das ist zu nah am Keeper, meine ich natürlich. Nicht zu zentral. Und vielleicht kann aber Lecce das nochmal verhindern. Franco mit der Hacke. Chori, naja, aber die Werde, nein, oh, das gibt's nicht. Was ein Hin und Her. Was ein Hin und Her. Lecce macht weiter Druck. Was macht da der Keeper von Atalanta? Jetzt hier die Chance und der Treffer! Der Treffer! Yes! Yes! Wir verlieren nicht. Wir verlieren nicht wieder gegen den Großen. Und das ist mehr als verdient hier. Das ist mehr als verdient. Wir haben wirklich Power gegeben. Wir haben wirklich Attacke gemacht. Wir haben wirklich Druck aufgebaut. Und jetzt haben wir den Treffer gemacht. Ganz, ganz großer Fehler von Sportiello. Franco auf Samek und der macht ihn dann rein. Schönes Ding. Einfach für die Moral für uns. Wir nehmen diesen Punkt hier mit. Samek macht ihn mit seinem linken rein. Und das Risiko hat sich belohnt gemacht. Ne? Es ist so schade, dass Atalanta diesen Traumtreffer mit Jonathan Burkhardt hatte. Ne? Wenn der nicht gewesen wäre, wäre es hier sogar ein Win für uns. Aber gut, hätte, wäre, Kniekehle. Bringt ja alles nichts. Auf jeden Fall. Ja, geiles Spiel. Man muss ganz klar sagen, erste Hälfte gehörte Atalanta, zweite Hälfte uns. Aber mit einem besseren Abschluss, ihr seht es ja, 4,5 XG-Wert, also erwartete Tore. Wenn wir einfach besser einen Abschluss gehabt hätten, dann hätten wir hier echt gewinnen können. Ne? Aber genau diesen Switch will ich ja schaffen, dass wir auch solche Teams einfach mal schlagen. Ne? Damit haben wir einfach riesen Probleme. Wirklich riesen Probleme in dieser Saison. Wobei das fast schon Luxusproblem ist als Aufsteiger, ne? Wenn du alle anderen dafür weghaust. Oh, Piron ist verletzt. Piron hat sich für 3 Monate verletzt, ey. Ja, das ist hart. Also wir haben echt auch im Mittelfeld immer Probleme, ne? Ich meine, wir haben Fernando, ja, der mehr oder weniger seine Career fast schon K.O. ist, ne? Wegen dieser Verletzung. Nicht ganz, aber er war ja bei einer 78, 79, als er kam. Wir können ja gleich mal gucken. Auf jeden Fall hat er auch durch die Verletzung natürlich extrem verloren und auch durchs Alter. Dann hatten wir schon Storaro, der 2 Monate ausfiel. Jetzt ist es Pirone, der 3 Monate raus ist. Also es ist schon bitter, ne? Wenn man mal guckt, ja, Fernando von 78 auf eine 75 und geht auch immer mehr Richtung 74, wegen der Verletzung halt. Ne? Ich meine, der hat halt auch einfach mal einen Kreuzbandriss, der fällt einfach noch für den Rest der Season aus. Das war eigentlich so ein wichtiges Piece auch für uns. Ne? Der ist halt uns komplett weggebrochen, muss man leider sagen. Ne? Hat er leider noch ein weiteres Jahr Vertrag. Ne? So wollte man das eigentlich nicht haben. Naja. Pirone jetzt auch verletzt, natürlich auch bitter, ne? Hat plus 2 in dieser Season schon gemacht, wenn man mal guckt. Ist 35,5 Millionen immerhin schon wert, ne? Unser teuerster Mann. Also da hat es sich echt gelohnt, ihn zu holen. Der hat ja auch eine Ausstiegslaut von 66 Millionen, ne? Und dann kommt schon Cambiasso, ne? Der ist noch ausgeliehen und Archer, den werden wir natürlich versuchen zu verpflichten danach. Bitter, bitter, bitter mit Perona. Aber gut, tabellarisch, wenn man da mal kurz drauf guckt. Nach 19 Spielen, wir können ja kurz so eine Bilanz ziehen nach der kompletten Hinrunde. Nach 19 Spielen sind wir 7 Punkte weit weg von Europa. Das wird, wie gesagt, in dieser Saison wahrscheinlich nichts. Ne? Da bin ich relativ sicher, dass es eher nichts wird. Aber genauso haben wir nichts mit dem Abstieg zu tun. Sollten wir jetzt Spezia sogar im nächsten Spiel schlagen, dann sind wir da
ja, 22 Punkte, nee, sogar mehr, 33 Punkte weg. Also alles cool. Offensive läuft gut soweit. Defensive hat hier und da ihre Schwächenphasen gehabt, aber ist auch voll stabil. 29 Gegentore ist okay für einen Aufsteiger. Also wir haben, da gibt es viele, viele Teams, die schlechter sind. Wenn man auch mal guckt, wenn man allgemein auf die Teamzentrale guckt, so nach der Hinrunde, Leno 13 Spiele gemacht, macht das einfach bisher super, ne? Ist ein guter Keeper, guter Rückhalt. Suarez hat 7 Spiele gehabt, auch dabei ordentlich performt, also auch für Suarez eine ordentliche Saison. Cambiasso top, brauche ich nicht viel drüber reden, ist einfach eine mega Verstärkung. In Verteidigung Smalling brauchen wir natürlich unbedingt immer, war leicht verletzt, aber auch eine gute Verstärkung. Fontana Rosa etabliert sich auch immer mehr als Pirola, ne? Als Stamm-Innenverteidiger, muss man auch ganz klar sagen. Venuti, Reynolds haben zwar nicht so eine hohe GS, aber gefallen mir beide richtig gut. Samek ist so jemand, der jetzt zuletzt mit dem Treffer natürlich ein großes Hoch hatte, aber bei dem ich mir manchmal nicht sicher bin, wie viel Impact er wirklich hat. Ne? Der ist nicht schlecht, aber manchmal würde ich mir mehr wünschen. Fernando hatte eine gute Performance hingelegt, bis er sich verletzt hat. Bistrovic, unser Stammmann im ZM, Pirone, hat genau das gebracht, was man will. Tiefstehender Spielmacher. Auf Außen Di Francesco zwar 6 Tore, was echt nicht schlecht ist, aber ich muss trotzdem sagen, dass er jemand ist, der in der Serie B mir deutlich besser gefallen hat. Werde ist ein ordentlicher Backup. Franco wird immer besser, muss man sagen. Ne, ist noch sehr, sehr jung. Wie alt ist er jetzt inzwischen? Immer noch 16. Laurent, vielleicht sogar unser, auf jeden Fall offensiv unser bester Spieler vielleicht. Ne? Wobei Archer, ne? Kann man diskutieren. Aber 11 Scorer in 20 Partien in der Serie A, top. Chori, ein ordentlicher Backup, der aber eben nicht mehr ganz so viel scored. Deswegen brauchen wir da ja auch Füllkrug. Und Archer einfach 10 Tore, 10 Vorlagen. Einfach Wahnsinnsentwicklung, die er hinmacht. Ne, eigentlich müsste es bei ihm auch ein bisschen schneller gehen. Bei ihm ist die Entwicklung leider ausgebremst. Aber eigentlich müsste bei ihm noch ein bisschen mehr gehen, ne, wenn man ehrlich ist. Laurent will ich folgende Sache noch machen, denn eine Sache will ich bei Laurent noch haben. Ich will, dass seine Spezialbewegung nochmal hochgehen. Ne? Ich mache mal Flügelspielmacher, somit er wirklich bei den Spezialbewegungen auch 5 Sterne hat, weil das wird ihm nochmal helfen in der einen oder anderen Situation. Ne? Gehen wir jetzt aber rein gegen Spezia, hoffen auf einen weiteren Sieg. Hoppala, schon zu früh rein, aber egal. Hoffe ich auf einen weiteren Sieg und dann hätten wir 33 Punkte und hätten einen Abstiegskandidaten noch weiter ferngehalten. Hier mit der Aufstellung bei Lecce ein bisschen Rotation mit dabei. Und zwar Suarez im Tor, Reynolds, dann Chiarodia darf auch mal wieder von Anfang an ran, zusammen mit Fontana Rosa. Cambiasso dann auf links, Samek Storaro, Helgason bilden das Dreier-Mittelfeld, Laurent, Franco und Chori heute von Anfang an da vorne. Bei Spezia, sie haben einmal Alvarez im Tor, dann Miller, Kivior und Nicolau bilden die Dreierkette. Im zentralen defensiven Mittelfeld spielt hier Askai Bar. Dann haben die auf rechts Solé, den kennen wir ja auch noch aus Juve-Zeiten. Dann Cher und Hüseyin in der Zentrale, Gnonto auf Außen, Strelek und Niane ganz vorne. Man muss schon sagen, dafür, dass sie ein Abstiegskandidat sind mit Solé, mit Gnonto und Alvarez auch unter anderem, sehr, sehr interessante junge Spieler hier bei Spezia. Ja, der Ball gut gespielt auf Chori. Chori hat da eine zentrale Platz. Chori hat da sehr viel Platz bekommen. Chori mit dem Abschluss um den Treffer. 1-0 Lecce. Ja, gegen Atalanta war der Abschluss so unser größtes Problem. Und hier nach 4 Minuten gleich mal der Treffer. Chori nutzt seine Startelf-Chance. Ja, er wird natürlich auch immer mehr Konkurrenz kriegen. Ne? Füllkrug ist im Anmarsch im Sommer. Der wird dann wahrscheinlich ihn sehr, sehr viele Spielminuten kosten. Ist eben ein ähnlicher Spielertyp, eben sehr, sehr bullig auch. Nicht ganz ähnlich, ne? Füllkrug nochmal eher der Ballverteiler, aber ihr wisst schon, was ich meine. Beides große Anspielstationen. Chori eher nochmal Brecher. Füllkrug da schon etwas eleganter. Auf jeden Fall Chori hier mit dem Treffer, darum geht's ja. Und für ihn wird es auf jeden Fall schwierig bei Lecce dann sich langfristig weiterhin durchzusetzen. Aber mal schauen, ne? Man weiß ja auch noch nicht, wie es weitergeht mit Archer in Zukunft. Laurent. Chori mit der Hacke hat er dem weitergegeben. Das zum Thema Fein. Und jetzt hier Helgason will den rüberlupfen, das klappt nicht. Jetzt ist hier Franco im Ballbesitz, spielt den einmal komplett rüber auf Laurent. Laurent. Ah, der hohe Ball ist nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Der hohe Ball war richtig, richtig gut auf Storaro gespielt. Laurent hat halt wirklich so ein feines Füßchen, muss man sagen. Ne? Spielt den perfekt auf Stefano Storaro. Ja, der hier in der Startelf natürlich ist, unter anderem weil Pirone halt verletzungsbedingt ausfällt. Da wird Storaro wahrscheinlich auch wieder mehr spielen. Laurent macht das super und dann dieser Ball perfekt einfach gespielt. Also Storaro wird da wirklich perfekt bedient von Laurent, als wäre man hier in einem 5-Sterne-Restaurant und Storaro hat das Ganze hier richtig gut geschmeckt und macht den Treffer. Spezias Freistoß landet, ja, wieder bei Spezias Spieler. Jetzt hier die Möglichkeit zum Schuss, nochmal abgegeben, Suarez pariert aber diese Chance.
War mit das Gefährlichste, was Spezi hier zustande gebracht hat. Ja, auch hier der Eckball. Na, nicht gut geklärt. Suarez hat auch den. Spezia hier jetzt im Ballbesitz. Boah, schön gespielt. Schöner langer Ball. Fontana Rosa, weiß nicht, ob du da hättest rauskommen müssen. Das war wahrscheinlich ein Fehler, hätte ich im Zentrum bleiben müssen. Spezia auf jeden Fall hier mit dem Anschlusstreffer. Ja, da hätte Fontana Rosa, hätte ich mit Fontana Rosa im Zentrum bleiben müssen, um ihn eben zu decken. Das war nicht schlau. Wir sehen es noch mal in einer Wiederholung. Ja, ist schon sehr, sehr weit weg sowieso von ihm. Will dann trotzdem weiter rausziehen. Hätte man sich eher Richtung Zentrum orientieren müssen. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlau. Spezia auf jeden Fall mit dem Anschlusstreffer. Ja, Spezia will mehr, ne? Lecce muss ein bisschen aufpassen, denn Spezia hat Bock auf mehr. Jetzt auch hier, da kommt er nicht durch. Jetzt kommt das Suarez raus. Suarez pariert den Ball. Und was macht denn da der Spezia-Spieler? Warum hat er nicht direkt wieder abgezogen jetzt an die Latte? Da muss nochmal Suarez ran. Das ist jetzt alles hier ziemlich wild. Also Lecce muss aufpassen. Die waren in der ersten Halbzeit das klar bessere Team, aber Spezia macht immer mehr Druck. Jetzt hier Chori über Laurent. Laurent zieht einfach mal ab, aber so nicht. Das ist zu einfach. Da lässt sich der Spezia-Keeper nicht schlagen von so einem Ball. Na, was hat Spezia jetzt hier vor? Versuchen da rauszukommen, aber so natürlich nicht. Der Ball kommt knapp nicht an. Helgason, gute Grätsche aber wiederum. Und jetzt hier Franco. Chori macht ihn an den Pfosten nicht drinne. Oh, einiges los hier noch in diesem Spiel. Es sah erst eindeutig für Lecce aus alles, aber Spezia kam richtig zurück hier und jetzt haben wir ein richtig wildes, geiles Spiel. Spiel ist rum, 2-1 gewinnt hier Lecce. Das sah im ersten Moment richtig gut und souverän aus, wurde dann immer ein bisschen hektischer. Diese Partie am Ende gewinnt Lecce trotzdem absolut verdient. 2-1-Sieg hier eingefahren gegen Spezia, holt man die 3 Punkte, die man haben will. Spezia, gute kämpferische Leistung in der zweiten Halbzeit. Wenn sie so immer spielen würden, dann würden sie auch in der Serie A bleiben. Transferangebot für Chori. 4,3 Millionen. Das ist bitter, weil im Sommer hätte ich da nichts gegen. Ne? Aber jetzt gerade weiß ich nicht, ob ich Chori abgeben will. Weil er ist schon wichtig. Andererseits muss man sich natürlich fragen, ist das so wichtig, dass ein Abgang also, dass es kein Thema wäre, das muss man schon sagen, ist natürlich auch nicht der Fall, ne? Ne, Weiterverkaufsgebühr bringt uns natürlich bei so einem älteren Spieler nichts. Wir gehen mal runter auf 5,9, aber sie müssen sich schon annähern. Nein, dann lehne ich selber ab. Weil ich will Fichuri schon so um die 6 Mio haben, er ist einfach sehr wichtig für uns, ne? Als Backup, dann verzichte ich lieber aufs Geld und dann kann man auch ein halbes Jahr später nochmal ihn verkaufen. Di Francesco. Porto will Di Francesco. Ich sag mal so, gib mir 10 Mio und ich bin zufrieden damit. Ne? Dann ist es okay. Oder gib mir irgendwas in dieser Range, weil Di Francesco auch ein guter Mann, aber wir haben Franco dort. Aber wir gucken mal, was sie erstmal dazu sagen. 7,4, das ist zu wenig. Das ist definitiv zu wenig. Ich bin verhandlungsbereit, 9,5. Ich gehe schon 500.000 runter. 7,8 ist mir aber auch zu wenig. Ich bleib jetzt straight bei 9,5, das werden sie wahrscheinlich ablehnen. Schade, dann nicht. Dann nicht, aber Di Francesco ist immer noch wichtig, auch wenn ich bereit wäre, ihn abzugeben. So ist es nicht, ne? Also bereit wäre ich, ihn abzugeben, aber natürlich nicht für so kleine Summen. Transferangebot wie Samek. Das ist jetzt wieder ein Spieler, den will ich nicht abgeben, der ist 20 Jahre jung. Wir gehen natürlich trotzdem immer in die Verhandlungen rein, Leute. Ich will immer gucken, was mir jemand bietet. Bei Samek bin ich aber straight und sage 6,1 Mio mindestens als Grundablöse und gib mir noch 15% obendrauf an Weiterverkauf. 5,6, okay. Ohne Weiterverkaufsklausel sage ich 7,2 Minimum. 6,2. Habt ihr vielleicht noch interessante Spieler da? Wo ich wenigstens sagen kann, yo, dann hole ich mir dafür jemanden von euch. Nikolaisen, Strafeld. Nicht danach aus, ne? Ne. 7,3 Millionen oder es wird nichts. Gut, dann bleibt er lieber, ne? Auch gar kein Problem damit, dass Samek bleibt. Habe ich überhaupt kein Problem. Wir gehen jetzt ins nächste Duell gegen Torino. Die sind ein bisschen vor uns, ne? Wenn wir mal gucken, Napoli hat ein Spiel mehr und wenn wir gewinnen,
wären wir an den sechsten Platz gerade mal 2 Punkte dran, ne? Es wären nur 2 Punkte auf Platz 6, Leute. Es wäre natürlich ein Traum, wenn man irgendwie nach Europa kommen kann, ne? Es ist eher unwahrscheinlich, aber es wäre schön. Es wäre schön, das Team ist gut. Und wir gucken mal, ob wir 3 Punkte mitnehmen gegen Torino. Hier haben wir die Aufstellung von Torino. Lars Unnerstall im Tor. Dann Ricardo Rodriguez, Schurz und Gomez Andrade in der Dreierkette. Zingo auf rechts, richtig starker Mann. Marin, Lukic und Garcia bilden zusammen das Vierermittelfeld mit ihm. Hernandez und Fabio Silva als hängende Spitze hinter Henrique Araujo. Hier im 3-4-2-1-System bei Torino. Bei Lecce haben wir Bernd Leno im Tor. Reynolds, Smalling, Fontana Rosa und Cambiasso in der Viererkette. Samex Turaro im ZDM, Bistrovic im ZM, Laurent, Franco auf Außen und Archer ganz vorne. Also komplett junge Offensivreihe da bei Lecce. Smalling, was ein Fehler von Chris Smalling. Er macht nicht oft Fehler, ne? Ganz im Gegenteil, Smalling ist einfach eine Bank da hinten. Aber das war jetzt schon ein grober Schnitzer von Chris Smalling. Das war ein bitteres Ding. Sehen wir gleich nochmal, ne? Smalling, ja, einfach in den Mann reingespielt. Ganz, ganz schwacher Ball. Das war vielleicht die schwächste Aktion seiner Saison bisher. Araujo nutzt dann das und macht den Treffer. 1-0 Torino, das ist natürlich nicht, kein schöner Start für uns. Storaro, Cambiasso in die Mitte auf Bistrovic. Der mit der Hacke gut gespielt, da muss Archer den jetzt machen, macht ihn nicht. Nur Raum beim Kopfball, aber kann den nicht so drücken, dass der nochmal Kraft hinter ist. Laurent, gute Bewegung. Archer, Laurent hätte anders laufen müssen, meiner Meinung nach. Dann wäre es viel gefährlicher geworden, aber trotzdem Archer immer noch im Ballbesitz. Archer auf Laurent, der will den nochmal abspielen. Da ist Bistrovic und macht ihn rein. Der kommt irgendwie durch und dann machen sie es in der 46. Minute. Machen sie den Treffer. 1-1. Ja, Torino wird sich ärgern. Die hatten die ein oder andere ganz, ganz große Chance. Teilweise auch geschenkt von Lecce. Aber hier sehen wir Archer auf Laurent und der kommt da irgendwie durch, der Ball. Das ist ein super Pass dann natürlich, ne? Aber da muss man die Torino-Verteidiger schon kritisieren, weil der darf da eigentlich so nicht durch. Da waren 2 Innenverteidiger sehr, sehr nah dran. Klar hast du Angst, den falsch zu berühren, dass er dann ins eigene Tor geht. Aber ihn dann durchlassen ist auch keine Option eigentlich. Der Cambiasso, den sollst du wegflanken und nicht grätschen, Mann. Cambiasso wird da ausgespielt. Torino kriegt den Ball in die Mitte. Die Schussmöglichkeit, Bernd Leno. Also Leno muss man auch mal loben, ne? Ohne diesen Mann hier hätten wir schon längst Gegentore kassiert. Leno macht allgemein eine sehr, sehr gute Saison. Jetzt die Kontermöglichkeit. Laurent. Spielt den dann nochmal gut auf Archer. Archer wartet mit dem Pass auf Laurent. Der kriegt den Abschluss nicht. Da ist aber Bistrovic. Heute ist unser Held Christian Bistrovic mit dem Doppelpack. Stark. Er ist unser Held hier, ne? 2-1. Wir drehen das Duell hier. Sehr, sehr schön für uns natürlich, hier das Ganze drehen zu können. Ja, die Hände dort einfach durch die Flagge durch. Habt ihr den Grafikfehler eben gesehen? Archer auf Laurent. Da sein Ball bleibt hängen, aber da ist dann Bistrovic, der den Ball reinmacht. Sehr, sehr schön. 2-1 für Lecce. So kann das Spiel gerne enden, ne? Das wäre auf jeden Fall ein eher glücklicheres 2-1, aber ich nehme es gerne mit. Und der Schuss drüber. Spiel ist rum. Lecce hat dieses Spiel tatsächlich gedreht. Man hat das Spiel gedreht. Man gewinnt das Ganze hier 2-1. Das ist ein schöner, schöner Erfolg für uns. Weil man hier eben hinten lag, das Spiel nochmal drehen konnte. Sehr, sehr schön. 14 Schüsse hatten sie, wir hatten 11 Schüsse. XG-Werte höher als das, was man dann wirklich geschossen hat an Toren. Aber ganz wichtig, Atalanta verliert auch. Atalanta verliert auch. Sehr, sehr gut. Denn wir gucken da gleich nochmal drauf. Nächstes Spiel ist übrigens gegen Bari. Gleich mal das Derby. Gelbe Karten. Transfergut für Storaro, Laurent. Okay, die können dann nach der Saison fest verpflichten. Das wäre okay. Und Leute, ich werde in den Titel schreiben, wir wollen nach Europa. Die Transfers für den Sommer, die wir schon getätigt haben, deuten darauf hin. Aber auch die aktuelle Saison. Es sind nur 2 Punkte. Es sind nur 2 Punkte zu Napoli. Es sind nur 3 Punkte zu Atalanta. Dieses Team hat Hunger. Dieses Team hat Bock. Dieses Team kann was erreichen. Und ich will es auch schaffen mit diesem Team. Na, natürlich super bitter, dass Pirone jetzt verletzt. Das ist richtig bitter. Aber wir gucken mal, ne? Was hier möglich ist. Und ich sag's euch, wie es ist. Europa ist möglich. Es sind nur 2 Pünktchen. Es ist alles möglich. Und je nachdem, das darf man ja nicht vergessen, wir gucken mal, wer in der Coppa Italia
Milan mit dabei, Juve, Roma. Wir müssen halt hoffen, dass einer dieser drei das Teil holt, denn die sind alle vor uns. Wenn nämlich einer der oberen, also Juve, Milan, Roma, die Coppa Italia gewinnt, dann geht der Sechste in die Europa League, weil halt der Pokalsieger schon qualifiziert ist international. Und dann geht auch der Siebte in die Europa Conference League. Also auch mit einem siebten Platz, wenn die richtigen Teams die Coppa gewinnen, können wir nach Europa gehen. Also es ist absolut drin und das wäre super, super geil, ne? Weil dann können wir auch den Transfersommer noch ein bisschen aggressiver auch gestalten, ne? Nochmal sich klar verbessern. Aber gut, werden wir schaffen nach Europa oder nicht? Gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Glaubt ihr an Lecce und die Europapokal-Teilnahme? Sagt ihr, ich glaube eher nicht? Gerne in die Kommentare ballern. Lasst ein Abo da, wenn ihr mich schon verfolgt und ja, hier zuschaut. Warum sollt ihr kein Abo da lassen oder guckt ihr nur eine Folge? In der Regel guckt man eine Serie doch durch. Aber ich habe jetzt genug gelabert. Ich melde mich ab und bye bye.